Ja, hier ist nochmal der Papagei. Jetzt nochmal kurz zum zweiten Teil. So sieht es dann aus, wenn die Platte drin ist. Man kann die dann reinschieben. Und da muss noch was gemacht werden, damit das dann leichter alles geht. Raus und reinschieben. Und ja. Und dann kann man auch Sachen transportieren, ganz normal. Und ja. Dann kann man die Platte auch wieder hochmachen. Also sie ist genau geschnitten, so wie das Fahrzeug hier ist, so groß. Also ungefähr 1,20 zu 1,18 glaube ich. Ich weiß nicht genau. Und wird dann so sein, dass man das auch immer rausschieben kann. Fehlen halt noch vielleicht so Schienen oder sowas. Müssen wir noch überlegen, was wir so ein bisschen machen. Und dann kann man das immer rausziehen, Beine dran schrauben. Schon hat man dann das Brett, also die Liegefläche oder so einen Tisch, wo man dann auch dran sitzen kann oder dran schlafen kann mit der Luftmatratze. Funktioniert dann. Und dann kann man dann vorne noch so eine Folie drum machen und dann oder sowas, eine Plane. Und dann hat man einen Campingwagen schon mal von außen sozusagen. Gut, das war's jetzt wieder mal. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Euer Papagei.